Hallo Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich bekomme häufiger mal die Frage gestellt, wie ist es mit diesen 3D-Prägeformen? Wie prägt man richtig? Woran erkennt man, dass man zum Beispiel eine alte 3D-Prägeform hat oder eine alte Prägeform? Und wie funktioniert es mit dieser grauen Platte oder dieser Zusatzplatte? Und deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich euch da heute mal ein Tippvideo auf oder ein Video, wie das funktioniert, und stelle euch einmal natürlich die verschiedenen Prägeunterlagen vor oder diese Prägematten, die man da hat, und zeige es euch dann auch gleich, wie der Aufbau ist an der Stanz- und Prägemaschine und für was ihr diese graue Platte dann benötigt, wenn ihr sie denn habt oder braucht. Genau. Und so starten wir jetzt einfach mal mit dem Video. Ihr bekommt ja eure Stanzmaschine, ist jetzt erstmal egal, welche Stanzmaschine ihr bekommt. Ihr habt immer diese dicke Grundplatte, eine dünne Platte und zwei Acrylplatten. Das ist normalerweise immer die Grundausstattung, die ihr da dabei habt. Und wenn man prägt, dann kann man diese dünne Grundplatte, diese zwei ja mal rausnehmen. Die braucht man dann zum Stanzen. Ich kann euch auch noch ein Video verlinken. Hier oben, da erkläre ich alles zur Big Shot damals noch. Hatte ich ja die Big Shot. Das ist jetzt die neue Maschine von Stampin' Up. Aber es ist egal, welche Maschine ihr habt. Ich zeige euch das quasi für alle Maschinen. Für die Big Shot und für die normale Stampin' Up Stanz- und Prägemaschine. Geht es eigentlich eher so ums Grundprinzip. Genau, also wie man stanzt und noch viel mehr prägt und so, das seht ihr alles in diesem anderen Video. Das ist sehr ausführlich. Und heute geht es eher so darum, diese Prägematten zu erkennen. Das ist ein bisschen schwieriger oder vielleicht ja, braucht das ein bisschen Erklärung und deswegen zeige ich euch das jetzt im Video. Genau, also ich starte jetzt einfach mal mit den ganz normalen dünnen Prägeformen. Also die sind wirklich etwas dünner. Wenn man einen Vergleich hat zu einer normalen 3D-Prägeform, sieht man das vielleicht jetzt im Video auch ganz gut. Also die sind einfach dünner und ganz fein. Und ich habe jetzt hier eine alte Prägeform und eine neuere Prägeform rausgesucht, damit ihr seht, wie das aussieht. Also bei der alten Prägeform, die es bei Stampin' Up gegeben hat, stand ganz lang Sizzix mit drauf. Das ist der Hersteller gewesen. Und das Stampin' Up Logo findet ihr hier auch. Und das ist diese alte Prägeform, eine ganz normale, keine mit so einer 3D-Tiefenwirkung. Und die neuen Prägeformen, die sehen genauso aus von der Stärke. Also die sind genauso dick. Man erkennt es einigermaßen im Video. Und die haben jetzt nur noch das Stampin' Up Logo drauf, weil Stampin' Up die neuen Prägeformen jetzt selber herstellt. Und deswegen ist da jetzt kein Sizzix Logo mehr drauf, sondern nur noch Stampin' Up. Aber wie gesagt, das betrifft natürlich auch die Sizzix Matten, die ihr noch hattet. Und da ist der Aufbau folgender. Also für die normale, dünne Prägeform, egal ob jetzt alt oder neu, das ist genau gleich. Ich zeige es euch jetzt einfach mal an der neueren. Nehme ich einmal eine dicke Grundplatte, eine Acrylplatte, die an der neuen Maschine sind die auch beschriftet, also die Nummer 1 und die Nummer 3. Dann lege ich darüber meinen Prägefolder, da klappe ich mir den einfach auf, lege mein Papier rein, klappe mir den einmal zu, lege mir den hier drüber und über das ganze Sandwich kommt dann eben nochmal eine Dreier-Prägeplatte, auch eine Acrylplatte, ganz normal der Aufbau. So prägt ihr einfach immer und ganz einfach eure ganz normalen Prägematten, diese dünnen. Einmal durchkurbeln. Und dann habt ihr ein richtig schönes Ergebnis. Ich habe jetzt hier Schneeflocken. Also ist jetzt vielleicht jahreszeittechnisch im Moment gerade nicht ganz aktuell, aber ja, kann man immer gebrauchen. Und die sind sehr schön und sehr fein und filigran. Und man sieht dieses wunderschöne Ergebnis auch ganz, ganz gut. Und noch ein kleiner Tipp an dieser Seite, an dieser Stelle. Auf der Seite, wo das Stampin' Up Logo drauf ist, auf eurer Prägematte, das ist oben oder das ist diese Seite, wo diese Form richtig nach oben geht. Wenn ihr es andersrum machen würdet, also wenn ihr die andere Seite nehmen wollt, dann habt ihr das so ein bisschen nach unten. Also das kann man natürlich beidseitig verwenden und ihr müsst einfach entscheiden, was euch besser gefällt. Also so verfahrt ihr mit den ganz normalen dünnen Prägematten. Das ist der Aufbau für euch und so erkennt ihr die eben, die sind einfach dünner. Also wenn ihr zum Vergleich eine andere habt, dann seht ihr das gleich. Wenn ihr keine zum Vergleichen habt, dann macht es so, ihr legt euer Sandwich so auf, wie ich es euch gezeigt habe, also Papier rein. Und wenn ihr dann kurbelt und merkt, es geht ein bisschen schwer, hört sofort auf.
auf gar keinen Fall mit voller Wucht durchkurbeln, weil dann geht euch die Maschine kaputt. Also es macht auf gar keinen Fall. Dann habt ihr nämlich eine Dicke und dann stimmt irgendwas nicht im Aufbau. Aber ja, nicht mit Gewalt da durchkurbeln, das macht die Maschine kaputt. Genau, das war jetzt unser erstes Prägeergebnis und jetzt machen wir gleich weiter mit der nächsten. Die nächste Prägematte, die ich euch vorstellen möchte oder noch zeigen und erklären möchte, ist die alte 3D-Tiefenprägeform. So hieß die damals. Die erkennt ihr einfach daran, dass sie auch noch dieses Sizzix-Zeichen drauf hat und das Stampin' Up-Logo. Also das hat beides drauf und das ist einfach viel dicker und fester. Ihr merkt es schon, das ist einfach stabiler. Es ist jetzt eine große Form, also ihr habt gesehen, ich habe jetzt hier vorher die kleine Form gehabt. Jetzt hier die große. Es gibt halt manche Prägeformen, die sind auch in größer erhältlich, manche eben nur in kleiner und das spielt keine Rolle im Aufbau, aber da sieht man an diesem Sizzix-Logo, das ist diese alte 3D-Tiefenprägeform. Und da lege ich jetzt auch einfach mal ein Papier ein. Ich habe gerade festgestellt, dass ich vielleicht kein blaues Holzpapier habe, weil ich habe hier so ein Holzmuster. Ich nehme jetzt irgendein anderes Papier aus Savanne. Das ist schon gefalzt, die sind alle schon gefalzt. Ist ja auch egal eigentlich. Also ist das jetzt einfach ein Savannepapier. Das ist ja nur zum Zeigen für euch. Das hat hier in der Mitte schon so eine Falzlinie, nicht wundern. Und das lege ich mir jetzt einfach mal ein und zeige euch jetzt mal den Aufbau, der dann mit der 3D-Tiefenprägeform von früher mit diesem Sizzix-Logo funktioniert. Da habt ihr einmal die dicke Grundplatte. Dann legt ihr eure Prägeform mit Papier innen drinnen da drauf. Und dann nehmt ihr nur noch eine Acrylplatte und legt die oben drüber und kurbelt euch das einmal durch. Es geht auch relativ locker, also da muss man sich gar nicht anstrengen und hat trotzdem ein super schönes Ergebnis, das seht ihr gleich. Jetzt noch ein bisschen auf die Seite, dass ich ein bisschen mehr Platz habe. Also ihr editiert euch nicht an dieser Falzlinie, die war ja jetzt vorher schon im Papier, aber ihr habt hier wirklich ein schönes Prägeergebnis wieder und habt jetzt hier das Holzmuster. Man soll es natürlich gerade einlegen, das habe ich jetzt ziemlich schief gemacht, das schaut ein bisschen komisch aus, aber es ist ja nur zum Beispiel und euch zum Zeigen. Wichtig ist mir einfach, wie ihr diese unterschiedlichen Platten erkennt. Denn wir kommen jetzt gleich zur dritten und da müsst ihr eben gucken, da ist der Aufbau anders. Und da ist es eben wichtig, drauf zu schauen, was habe ich eigentlich für eine Prägematte zu Hause, mit welcher möchte ich gerade arbeiten. So, und ich habe jetzt hier zum Vergleich, einmal, das ist ja unsere Holzprägeform, diese alte. Und dann habe ich hier diese neuen Prägeformen, also die heißen 3D-Prägeformen. Die sind ein bisschen dünner als diese alte Prägeform. Wahrscheinlich erkennt man das im Video nicht wirklich, aber die sind ganz bisschen dünner. Man spürt es schon ein bisschen, wenn man sie in der Hand hat. Die ist echt noch ein bisschen fester, die ältere. Die neuere ist ein bisschen dünner und deswegen braucht ihr dafür auch einen anderen Aufbau, eine andere Platte. Und ihr erkennt jetzt diese neuen Platten daran, dass das Stampin' Up-Zeichen drauf ist. Manchmal ist da noch so ein Strich rechts und links, also bei den großen, bei den kleinen 3D-Prägeformen ist einfach nur das Stampin' Up-Logo drauf. Das habe ich euch jetzt mal hier zum Vergleich hingelegt, damit ihr das seht. Und genau, wichtig ist eben einfach zu wissen, okay, wenn da kein Sizzix-Logo drauf ist und die ist ein bisschen dicker als diese ganz normalen dünnen, also man merkt es auch an der Festigkeit, auch wenn man die beiden kleinen vergleicht, das ist einfach eine 3D-Platte, die ist dicker als diese ganz einfache dünne. Dann habe ich eine 3D-Platte und dann brauche ich einen anderen Aufbau. Genau. Und dann mache ich es jetzt wieder so. Ich schnappe mir jetzt wieder eins von beiden. Es ist jetzt auch egal, welches ich nehme. Ich präge mir jetzt hier einmal den Hintergrund mit den Muscheln und dem Meer. Und jetzt achte ich schon darauf, dass ich es schön gerade einlege, weil sonst kann ich es ja danach nicht mehr verwerten. Und hier ist es jetzt wichtig, dass wir einen anderen Aufbau haben. Und zwar haben wir einmal die beiden Acrylplatten, die können jetzt weg. Wir brauchen einmal die dicke Grundplatte, dann nehmen wir unser Papier unsere Prägeform mit dem Papier innen drinnen, legen wir dann drüber. Und jetzt braucht ihr die graue Platte, die ich jetzt irgendwo hingelegt habe, genau. Das ist die graue Platte, die hat die Nummer 4. Ich blende euch auch die Bestellnummer für diese Platte ein. Das ist also eine Spezialplatte und die war früher blau. Also die gab es schon mal eine Zeit lang. Da war die so blau und so ein bisschen durchsichtig. Ich habe die noch irgendwo, aber ich weiß jetzt gerade nicht wo. Aber die gibt es nicht mehr. Es gibt jetzt eben nur noch diese graue Platte und das ist die richtige. Und hier kurbel ich es mir nochmal einmal durch, dass ihr das Ergebnis gleich seht. Und wichtig ist, diese graue Platte, die passt natürlich auch in die Big Shot rein. Also wenn ihr nicht die neue Stanzmaschine habt, sondern eine Big Shot,
könnt ihr die natürlich auch verwenden. Also wirklich nur die 1 und die 4 haben wir hier als Sandwich gebraucht. Und dann seht ihr schon, wow, haben wir auch wieder ein wunderschönes Ergebnis. Ganz tolle Tiefenprägeform. Diese Unterwasserlandschaft, total schön. Kann man super schön auskurbeln. Und das ist einfach was Besonderes, wenn man sowas auf der Karte dann hat. Und Weisen hat es selber gemacht. Ich finde dieses Prägeergebnis immer wunderschön, wenn ich das... Ich tue ja jetzt schon eine Weile basteln und ich habe auch schon eine Weile eine Stanzmaschine. Und das Prägen, finde ich, ist immer noch ein absolutes Highlight, weil es so schön ist, wenn es dann da rauskommt, dieses platte Papier, und danach ist es so schön. Das ist schon cool. Das macht richtig Spaß. Genau. Aber das war die letzte Variante an Prägematten. Und da ist es auch egal, ob ihr eine kleine oder eine große habt. Das funktioniert genauso vom Aufbau. Wichtig, wie gesagt, ist eben nur, wenn nur das Stampin' Up! Logo drauf ist und die ist ein bisschen dicker, ein bisschen fester, braucht ihr eben diese zweite Platte mit dazu. Und dann könnt ihr das, wie ihr seht, ganz einfach durchkurbeln und mit jeder Maschine kombinieren. Genau. Ihr Lieben, ich hoffe, das war wichtig und wertvoll für euch und vielleicht auch mal ganz gut, wenn man es nochmal erklärt bekommt. Ich bin selber auch immer dran, dass ich überlegen muss, wie war jetzt der Aufbau nochmal? Und genau, man merkt es natürlich immer schnell, wenn man was nicht richtig hat, dann kann man es nicht durchkurbeln oder es geht schwer. Also da immer aufpassen. Ansonsten habt ihr jetzt ein Video, wo das alles erklärt wird und ich hoffe, das hilft euch weiter. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, abonniert gerne meinen Kanal, drückt dabei diese Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Viel Spaß beim Prägen, beim Ausprobieren, kreativiert gerne was Neues und ich freue mich auf euch bis zum nächsten Mal. Tschüss!